Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid ganz, ganz herzlich gegrüßt hier in einem weiteren Let's Play von meiner GTI Racing Cup Simulator, was rede ich denn da? Let's Play, ja. Ich habe letztens hier diesen Cult Machines Fever Cup bestritten mit Platz 1 zum Glück. Und dann machen wir doch mal den zweiten Platz. Den zweiten Cup. Was rede ich denn? Was habe ich denn? Leute, ich habe echt nichts getrunken. Ich trinke vielleicht ein, zwei Mal im Jahr Alkohol und das war es auch schon. Und ich bin wirklich also stocknüchtern, aber irgendwie heute Hirn und Zunge arbeiten nicht synchron zusammen. Gehen wir mal in die Werkstatt. Ich habe jetzt 3800 Öcken beisammen. Und dann gucken wir mal, ob ich den Wagen irgendwo ein bisschen pimpen kann. Nein, kann ich nicht, weil da fehlt noch ein bisschen Knete. Schlecht, 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 schlecht. Wie sieht's da aus? Nein. Das bringt nicht wirklich was. Ja, das bringt ein bisschen was. 3 PS für 3 PS, 3000 Dollar. Boah, was ist mit Batterie? Standard Elektronik. Also. Kühler. Ja, Leute, das ist jetzt alles nicht einfach, ne? Der Turbolader. Nee, der nächste. Der kostet auch 5200. Ach, egal, komm. Ich spare mir das Geld und fahre einfach weiter. So schaut's aus. Genau. Dann lege ich jetzt gleich mal los hier. Mit genau der zweiten Cult Machines Fever Cup Challenge, wie auch immer. Start und los geht's. Ja, wir sind immer noch in Sizilien. Los geht's. Bella Italia. Andiamo. Spitze habe ich schon mal geschafft, aber ob ich die Spitze halten kann, das ist natürlich dann immer so eine andere Sache. Das sehen wir dann. Gar nicht geguckt, wie viel Knete es eigentlich in diesem Cup gibt, dass man da gewinnen kann. Aber das sehe ich dann sowieso, wenn ich gewinne. Wenn. Muss. Ich muss erfolgreich sein. Hilft nichts. Ja, für die Leute, die erst jetzt eingeschalten haben, hier handelt es sich um den GTI Racing Simulator. Nein! Komm, 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 gib Gas, gib Gas, gib Gas, komm, 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 Baby, Baby, Baby. Komm. Wolfie, Baby, du machst es, komm, super, super. Jawohl, Wolf, siehst du. Genau, das ist ein Simulator aus dem Jahr 2011. Also in der Rubrik Klassiker, Retro Game. Und es macht irrsinnig viel Spaß. Es ist sehr einfach aufgebaut, also so von der Funktionsweise würde ich sagen, schlicht gehalten. Aber trotzdem dennoch lustig. Also das, die Fahrphysik, die ist echt lustig. Oh nein. Macht Spaß. Ich also wirklich nur an dieser Stelle allen VAG besser gesagt Fans nur empfehlen. Alter Schwede. Das ist mal gar nicht gut.
muss man sagen, Platz 1 kann ich noch halten, zum Glück. Gerade mal die Hälfte habe ich erst geschafft. Das heißt, jetzt muss ich mich echt zusammenreißen hier. Keinen Käse mehr zusammenfahren hier. So, genau Hälfte geschafft. Super. Es soll weiter so gehen. Boah, nein, 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 nein. Was mache ich da? Komm, Golfi, du schaffst das. Mein Golfchen. Ah, nicht schon wieder, Mann! Ach, was? Hallo, was ist denn jetzt? Ja. Was? Wieso Strafe? Oh nein, ich wurde bestraft. Scheibenkleister. Warum wurde ich bestraft, Mensch? Oh, nicht schön. Keine schöne Sache, Leute. Der Rest vom Schützenfest. Schon wieder der gleiche Fehler passiert. Ärgerlich, ärgerlich, echt. Oh, die sind ja aber weit weg. Wo sind die denn überhaupt? Ach, das ist doch echt bescheiden. Wisst ihr was? Den Cup, den probiere ich jetzt einfach nochmal. Moment. Hallo. Ich hetze das Ganze ab. Was soll denn der Schmackes hier? Neu starten, ja klar. Was soll denn der Schmarrn hier? Die wollen mich strafen. Rennen starten. So, jetzt. Nochmal. So, jetzt hat Konzentration. Ah, dieser Checkpoint, der hat es mir angetan, echt. Wie man sieht, meine Fangemeinde ist wirklich überschaubar. Also Zuschauer auf den Seitenstraßen hier, die halten sich sehr bedeckt. Ja. Sind nicht viele.
Und jetzt komm. Oh, erst 36%. So knapp über ein Drittel erst abgeschlossen. Der ist jetzt etwas anspruchsvoller, muss ich nicht zugeben. Also die letzten, die waren, ehrlich gesagt, immer leicht. Aber der hier, vor allem in diesem Checkpoint da auf der Seite, ne? In dieser Tafel. So fies platziert, wenn es da ein paar Kilometer zu schnell dran bist, da hängst du dran. Dich mit dem Pfannenwender runterkratzen, das ist natürlich keine schöne Sache. Sogar schon geschafft. Okay, super. Jetzt darf ich es nur nicht verkacken. Ah, jetzt muss ich mich echt voll konzentrieren. Könnte vielleicht sogar was werden. 80%, das ist schon mal sehr gut. Checkpoint hier. Sieht so super einfach aus. Ist es auch. Aber da vorne muss man natürlich ein bisschen abbremsen, was ich ungern mache. Ich hasse Bremsen. Frei nach dem Motto, wer bremst, verliert. So denke ich meistens. So, jetzt habe ich Bremsen. Komm jetzt. Und? Ach nee, geht noch ein bisschen. Schon das Gaspedal loslassen. Wäre natürlich ganz krass zu viel gewesen. Yeah, endlich! Leute, geschafft. Super. Oh, bin ich froh. So, weiter. Und Preis $4,000. Schön! So Leute, jetzt habe ich vergessen, dass wir eigentlich noch die Wiederholung angucken wollten. Das habe ich jetzt übersprungen. Oder kann man noch neue Autos verfügbar? Attraktion, schön. Gehen wir nochmal schnell zurück. Mehrspieler, Rennspieler, Moment, was? Rennserie. Schade. Ich kann nicht die Wiederholung noch mal ablaufen lassen. Scheibenkleister. Hätte ich jetzt gerne noch mal angeguckt gehabt. Aber egal. Gut, das nächste Mal. Hauptsache, guten Sieg hingelegt und ja, etwas mehr Kohle in der Tasche. Leute, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren und Glocke bitte drücken, denn dann werdet ihr mal benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch am Start habe. Ja, dann hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bleibt anständig und vor allem gesund und bis bald. Ciao, ciao.